Pagans Zorn macht sich bemerkbar. Suche auf der Karte nach Schädeln gegnerischen Konvois. Aha. Toll, wieder erschienen. So, was habe ich denn da erledigt? Super. Ich habe an einem Rennen teilgenommen. Oder wo muss ich denn eigentlich jetzt hin? Wo ist denn das Rennen? Keine Ahnung. Hulk, übernimm eine Mission für Hulk. Du erhältst XP. Aha. Super. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Sehe ich jetzt gar nicht. Ich gehe mal zum unbemerkten, unbekannter Ort. Richtig. So, jetzt zum unbekannten Ort. Also sie hörte sich viel jünger an, als sie aussieht. Karate Films und bla bla, Rennaktivitäten sind jetzt verfügbar. Okay, aber wo sieht man die denn? Ach, da muss ich hin und da sind noch... Okay, dann muss ich wohl dorthin. Ah, nein! So, Schnellreise dorthin. So, jetzt mache ich mal ein Karate Films Aktivität. König Avina, schließ bla bla, setze für deine persönlichen Ziele Wegpunkte und so bla bla bla. Ist aber auch jetzt egal. Da ist die Tür. Bei der hat aber noch eine. Hallo, Hallo, Geiselrettung. Das sollte ich auch mal machen. Was soll ich jetzt machen? Nein, die Geiseln können warten. Egal. Ich mache erstmal hier eine Karate 5 Aktivität. Geil, Laptop. Ey, die haben hier überall Laptops. What was that? Ich habe 30 Sekunden. Dieses Rand ist ganz nach Schama, Salsa, Geschmack. Fahre durch die Checkpoints. Auch wenn sie den Außenposten kontrollieren. Sicher ist vielleicht übertrieben. Ja, halt die Fresse. Um deine Zeit um plus 5 Sekunden zu verlängern. Und wechsle während des Rennens das Fahrzeug. Großes Risiko heißt große Belohnung. Sharma verlässt sich auf dich. Okay. Der goldene Pfad kontrolliert jetzt den Außenposten. Ja, halt die Fresse. Ja, wir kontrollieren den Außenposten. Wie geht's, mein Talent? Gut ausgeruht, hoffe ich. Denk dran, mach schnell, mach hart und was auch passiert, lass die Kamera laufen. Okay, los geht's. 30 Sekunden. Oh, das zeigt mir an, wo ich hin muss. Mann, sieht das geil aus. Los geht's. Zack, erster Punkt. Zweiter Punkt. Wow, also muss aufpassen hier. Ja. Nächster Punkt, und so weiterfahren. Da stand irgendwie, man muss Fahrzeuge wechseln. Ich weiß aber gar nicht, wieso geht's jetzt mal. Zum nächsten Fahrzeug. Was, wo ist denn das nächste Fahrzeug? Super! Super! Fick dich, Hurensohn! Stirb! Hurensohn-Spiel! Wieder mal nichts erklärt! Das ist immer so hurensöhnisch hier! Ja, jetzt habe ich verloren, super! Das bringt mir auch hier gar nichts! Ich kann hier nicht mehr gewinnen! Ich habe verloren, so, jetzt ist Ende! Jetzt sagst du wieder, 46! Fickt euch! Nein. Wow, die letzten 5 Sekunden! Nö, Ende! Jetzt ist Ende! Nein. Super, perfektes Game! Ja, fick dich! Ey, das ist. Das fickt immer so. Muss es auch so scheißig sein? Immer die gleiche Kacke. Immer nichts erklärt, immer hier, du wirst alles das sehen. Ja, gar nichts werde ich sehen. Hurensohn, ey, so! Fickt euch! Das ist so hurensöhnisch. Immer, das ist immer extra so gemacht, damit man das zweimal wiederholt. Immer ist es so gemacht. Wird nichts erklärt. Wird nicht gesagt, ja, jetzt musst du nach links gehen und dort steht dein nächstes Fahrzeug. Nein, wird gesagt, ja, wechsel zum nächsten Fahrzeug. Als ob man schon vorher weiß, ja, da links ist das nächste Fahrzeug. Ja, fickt euch doch einfach. Fickt euch. Toll, jetzt habe ich das Fahrzeug überfahren. Sehr schön. So. So, na, ihr bisschen gebankt. Jetzt habe ich den Typen aber nicht gekillt. Hoffe ich doch. Weiter. Das muss hier schnell gehandelt werden. Ich denke, die Strecke ändert sich immer mit jedem neuen Rennen oder so. Ich weiß es gar nicht. Na, hier am Elefanten fährt man, denke ich, immer vorbei. Und der Elefant ist, denke ich, feindlich. Und der auch. Wow, ja, der Elefant ist feindlich. Da wollte ich gerade essen.
Es sind Feinde und Elefanten, essen auch Menschen. Das weiß ich gar nicht. Ich denke, sie essen. Sie sind eigentlich gar nicht feindlich, die ganzen Elefanten. Sie. Boah, das ist schon der Endpunkt. Boah, ich habe gerade fast das geschafft, wo ich so viel Zeit verbraten habe. Ah. Oh. Geschafft. Ja. So wird gebankt. Wenn alles erklärt werden wird, dann hätte ich so locker geschafft. Deine Zeit 15,5 Sekunden. Belohnung 18.000. Ja, super. Verlassen. Los, wieder weg hier. So. Endlich an dieser Kacke vorbei. Mann. Das ist immer so scheiße. Immer die gleiche Kacke. Einfach nichts erklärt. Du mach das und das und. Fick dich. Das spiele ich nie mehr wieder. Oder vielleicht irgendwann mal doch. Falls ihr es wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Keine Ahnung. Aber ich habe nicht wirklich viel Bock da drauf. So. Okay. Nächste Mission. Also. Ah, ich muss aber zwei abschließen. Deswegen reiß ich mal schnell dorthin. Hier hin. Und danach muss ich mal schauen, was ich als nächstes mal. Wo ist denn die nächste Hauptmission? Ich weiß es gar nicht. Ich reise mal dorthin. So. Pirate, der Sherpa durchstreift das Land als mobile Handelsposten. Ja, also der Typ heißt Sherpa. Die tödliche Familie Kairats wurde in den 1980er Jahren, bla bla bla. Ist egal, vorlesen bringt eh nichts. Ich lade viel zu schnell. So, wo muss ich denn lang? Ich muss, denke ich, nee, ich wollte hier diese Missions abschließen. Was bedeutet das denn da? Diese Fahne dort oben? Jetzt mal hier nach, wow, jetzt mal hier nach oben. Was bedeutet das? Den Außenposten, denke ich, erneut machen. Ja, das bedeutet den Außenposten erneut machen. Muss ich dann später irgendwann mal machen, falls ich nicht genug Außenposten unbemerkt einnehme. Kairati Films rennen. Hier geht es um hohe Geschwindigkeit. Fahre durch die Checkpoints, erreiche die Ziellinie mit Ziel. Und zwar so schnell wie möglich. Je schneller du die Ziellinie erreichst, desto größer fällt dein Anteil an den Einnahmen aus. Okay. Nein, die Kohle interessiert mich eh nicht. In 5 Sekunden Abschnitten erhält man Sachen. Gib alles, was du hast. Ich filme dich vom Streckenrand aus verschiedenen Blickwinkeln. Zusammen machen wir reine Magie und Geld. Magie! Ah, ich hab Hühnchen überfahren. Magie und Geld. Oh, zum Glück sieht man hier, wie viele Ziele noch übrig sind. Das ist ja mal viel geiler. Ich muss noch nicht nach oben. Wir können leider keine Fahrhilfe aktivieren. Das ist ein bisschen blöd. Aber ist ja auch richtig so. Man sollte hier auch etwas machen, weil mit, falls man hier Fahrhilfe aktivieren könnte, wäre es ja kein Rennen, sondern ja, Folge der Fahrhilfe. Also, wow, wow, okay, das war hier schon ein bisschen actionreich. Und hier übers Wasser oder am Wasser, wusch, und hier weiterfahren, wow, 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 hier richtig gefährlich. Beschleunige, hier gibt es kein Nitro oder so. Ah, das ist blöd, wenn man hier irgendwie. Von der Klippe, oh nein, von der Klippe, aber falls man hier schnell also viel Geschwindigkeit verliert, dann kann man nicht schnell mal beschleunigen auf Nitro und in jeden anderen Rennspielen. Deswegen haben wir auch die anderen Rennspiele Nitro, aber eventuell sind auch die anderen Rennspiele deswegen so. Ja, für. Wow! Come on, da muss Gold rausgehauen werden! Und Gold! Ja! Ja, Gold, Bitches! Ah, man kriegt von allen Belohnungen. Mann, das war aber jetzt richtig viel Kohle. Okay. Also das Rennen war hier mal easy. Also das war mal fair gestaltet. Man wusste sofort, was man machen muss. Man muss einfach durch die Dinger fahren. Und ja. Keine Kacke war hier halt versteckt oder so. Also, das wurde erledigt. Zum nächsten Punkt. Was ist denn das nächste? Was ist das denn? Attentat. Eliminiere in dieser Aufgabe Kommandeure der Royal Army. Du erhältst XP und Rupien. Okay, ich denke mal, ich mache mal ein Attentat oder ich nehme den nächsten Außenposten ein. Außenposten mit einem Alarm leicht schaltet frei. Schnellreise, Handelsboss, neue Aufgaben, du hältst XP in Abhängigkeit von bla. Nachschub für den goldenen Pfad, richtig. Meine Leute brauchen ein bisschen Munition, weil sonst sind sie ein bisschen geliefert. Fähigkeiten, was sagen denn die Fähigkeiten? So, weil wie viele Außenposten brauche ich noch? Ah, das hier kann ich mir entwickeln. Ja, Takedown aus dem Fahrzeug. Fahrzeug, Takedown. So, was ist denn hier? Also wäre 3 normale Takedown-Kills. Was ist das denn? Glockenläuten, Außenposten, ohne entdeckt zu werden. Das hier brauche ich. Aber ich habe noch keinen zweiten. Der Wichser letzt. Woher kommen die Feinde? Woher kommen die Feinde? Ich habe noch hier den Außenposten. Der ist am Leben. Ja, fall mal raus. So.
Woher kamen die denn? Das war irgendwie komisch. Weil ich habe doch hier den Außenposten eingenommen. Anscheinend muss ich noch den oberen Außenposten einnehmen. Ich kaufe mir erstmal ein bisschen Munition, weil ich habe ja gerade ein bisschen Munition verbraten. Für den Außenposten dort hole ich mir ein bisschen Munition. Und ich muss mal schauen, wo ich Schweine bekomme. Weil ich brauche Schweinehaut für den Köcher oder wie der heißt. Da so, hier sehe ich die Tiere. Hier sehe ich Nepalparda, also das sind keine Leoparden, sondern Nepalparda, super. Hier sind Assa, Makaken. Und Schweine sehe ich jetzt gar keine. Das sind Wildschweine, aber ich brauche Schweinhaut. Nein, leider nicht. Was sagen die Fähigkeiten? Keine Ahnung. So, herstellen, was braucht denn der? Hier, Schweinehaut benötige ich. Königs, Stiegerfell, Panzer. Nashornhaut, Sprengstofftasche, Jakarfell, Baharfell, Munitionsbeutel, das wäre auch ganz cool. Königsdachsfell, Asamakakenhaut oder hier brauche ich auch Schweinehaut, aber derzeit sehe ich noch keine Schweine auf der, ja, auf der Map. Naja, schon die ganzen Schweine in ihren Außenposten. Wow. Meine Außenwaffe! Raustaken, abknallen und erledigen. Ich muss mal meinen Take dann austesten. Ach, der eine Wichser ist noch am Leben. Wo ist denn der? Wo ist denn der Wichser? Ah, da kommen noch die anderen Wichser. Ich muss mich jetzt ganz schnell verbissen. Ich hab keinen Bock auf die. Wow, jetzt ganz schnell weg hier. Wow. Ich muss schnell ihren Außenposten einnehmen, damit sie ja nicht hier mehr spawnen, weil ich hab keinen Bock mehr auf diese Royal Army. Mitglieder in der Gegend. Die Royal Army will den Außenposten zurückerobern. Wir brauchen hier sofort Hilfe. Wird erledigt! Also sie greifen anscheinend an und wollen den Außenposten zurückhaben. Unzulässig, ein Außenposten in Unterbarung geben und wird angegriffen. Ja, das wird jetzt ganz schnell erledigt. Nein, ich will eine andere Gun. Ich will mein Maschinengewehr. Mit dem Außenposten, cool auf das. Bam, 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 bam. Zwei. Nein, der eine ist noch tot. Zeig der eine. Wow, der ist auch noch nicht tot. Wow. Weg mit dir. Schnell nachladen. Schnell rauskriechen. Weg abknallen. Kann ich jetzt keine. Wow, das ist ein stark gepasster Typ. Wow, wo sind die Wichser? Wo sind denn die Wichser? Da ist ein Wichser. Einer tot. Der nächste, bitte. Ich verliere Leben. Sehr schnell leben. Sehr schnell leben. Schnell heilen. Ja, schneller, beeil dich. Die Patrone kannst du auch ein bisschen. Wow, das sind überall Feinde. Der erste tot. Der nächste. Wo ist denn der nächste? Wow, die sind überall. Ja, ich werde abgeschossen, Leute. Wow! Man kann sich hier nicht hinlegen! Hier ist eine Ball! Schnell heilen! Heilen, heilen, heilen! Bitte beeil dich! Leute, unterstützt mich doch! Bitte! Seid nicht so schlecht! Das ist euer Außenposten! Na okay, ich bin der Hero in diesem Game, deswegen muss ich hier alles erledigen immer. Das ist immer richtig blöd! Ich frag mich, wie die ganzen Heroes in den ganzen Filmen, ob sie sich ärgern über diese ganzen Noobs, über diese ganzen Frauen da, die schreien. Oh nein, ich will hier nicht weg, nein! Das ist mein Zuhause! Ich will hier nicht weg! Und danach, wie gehen sie dann wieder aus dem Film, ob sie sich darüber ärgern oder nicht, weil in den Filmen wird nicht gezeigt, dass sie sich darüber ärgern. Sie retten sie einfach und zu machen cooles Stunts, Moves und so. Und am Ende, ja, gewinnen sie halt immer. Hier muss ich dann auch am Ende gewinnen. So, Außenposten verteidigt. Großartige Killquote, hohe XP-Rate, keine Ahnung, erhalten. Also, nochmal sowas habe ich nicht wirklich Bock. Bitte, hilf mir. Ich brauche Leben, wie kann ich mehr Leben bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal gleich nachschauen, ob ich irgendwie ein Lebens-Upgrade mir holen kann. Ja, du bist eine Geisel, dich Geisel. Muss ich irgendwann mal retten. M-Fähigkeiten-Menü. So, was gibt's denn hier so schön? Was ist das denn? Granaten-Takedown, Ketten-Takedown, schwerer Takedown, Magazin-Jongleur, Atemkontrolle, Non-Stop, Fortschritt. Nein, das brauche ich nicht. Herstellung. Gibt's denn hier vielleicht irgendwie Lebensvergrößerung, Waffengurt, Geldbeutel, Beutetasche, Spritzentasche, Köderbeutel, Köcher, Schweinemunition, Schwermunitionstasche, Sprengstofftasche, Wurfgeschosstasche, Munitionsbeutel, Sammlung, König Kairat, Beutetasche, verlorene Briefe, Mohan, Gales, Tagebuch, Taktik,
Gesundheit und Heilung. Deine Gesundheit wird unter der Minikarte als eine Reihe grüner Balken angezeigt. Der letzte angefangene Balken deiner Gesundheit regeneriert sich mit der Zeit automatisch. Geil! Um mehr Gesundheitsbalken wiederherzustellen, kannst du SDG halten, um eine Heilspritze zu verwenden. Wenn du keine hast, nimmst du eine Erste-Hilfe-Behandlung vor, die länger dauert und weniger effektiv ist. Dafür ist sie gratis. Im Fähigkeitenmenü stehen mehrere Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen du deine Gesundheit, Heilungs- oder Abwehrkraft steigern kannst. Also muss man gleich gucken bei Fähigkeiten. Heilspritzen und Körperpanzer. Jedes Mal, wenn du zwei grüne Pflanzen geerntet hast, selbst stellst du automatisch eine Heilspritze her. Der Körperpanzer bietet zusätzlichen Schutz vor Verletzungen und wird als weißer Balken unter dem Gesundheitsbalken angezeigt. Du kannst Heilspritzen und Körperpanzer auch an Handelsposten kaufen. Geil, muss ich mal checken. Ach, auf der rechten Seite. Hab ich ganz vergessen. Heilspritze, Level 2 Heilspritzen erneuern. 4 deine Gesundheitsbalken. Geil. Du hältst einen zusätzlichen Gesundheitsfeld, damit du insgesamt 3 hast. 4! Geil, das brauche ich auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Die Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst. Nein, du bist erfahren genug, um doppelt so viele Blätter zu sammeln. Ja, das habe ich gesucht. Du erleidest weniger Schaden durch Feuer und Explosionen. Halte E, um einen Elefanten zu reiten. Stürme dann mit Shift los und zerschmettere den Gegner mit F. Geil! Das alles will ich hier haben auf der rechten Seite. Alles richtig geil. Das hier erstmal mehr Leben. Da muss ich mir schnell meine Heilspritzen upgraden. Und was hier? Ernten. Das ist auch cool. Dann ernte ich sofort von einer Heilpflanze direkt mir eine Heilspritze sozusagen. Ja, jetzt benötige ich aber erstmal ein Fahrzeug. Da ist ein Fahrzeug. Bleib stehen, Bitches. Lass mich rein. So. Fick dich. Von wegen, wir sind blöde Arschloch. Okay, jetzt sind sie meine Feinde, ist aber egal, ich habe jetzt ein Fahrzeug. Ich brauchte nur das Fahrzeug, um hier schnell wegzugehen. Ich hoffe, die sind nicht mehr böse, wenn ich wieder zurückkehre. Hoffe ich doch mal. Auf jeden Fall, die wollen meine Feinde. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, was ich da gerade angerichtet habe. Meine Typen einfach abgeknallt. So, ich wollte zum Außenposten hin. Also, zum Außenposten. Und ja, Aufnahme neigt sich auch langsam zum Ende. Wow, das sind Feinde. Ich denke, das sind meine Verbündeten, aber sie sind jetzt meine Feinde, zu meinen Feinden geworden. Kacke, ich durfte sie nicht abknallen. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich denke, ich nehme jetzt erstmal den Außenposten ein und danach beende ich die Aufnahme. Und dabei werden sie auch meine Verbündeten wieder, weil ich einen Außenposten für sie wieder einnehme. Oder falls ich sie bei einem Gefecht, falls ich ihnen beim Gefecht helfe. So, die Menschen überfahren. Nein, das mache ich jetzt nicht. Also, weil, falls ich jemanden mit einem Auto überfahre, da werden sie ja nicht böse. Aber falls ich sie einfach so töte, reise zum Wegpunkt. Ja, komm, reise schneller, du Auto. Was läuft im Radio? Gar nichts. Leider gar nichts. Das Auto hat anscheinend kein Radio zur Verfügung. Boah, Mann, der fährt auch so perfekt, der Typ. Also diese Fahrhilfe ist einfach nur für den Arsch, finde ich auf jeden Fall. Das ist ja einfach nur für den Arsch. So, bald bin ich da. Da ist eine Kiste auf der Map. Kein Bock jetzt auszusteigen. Wow, also das meine ich, hoffe doch gar nicht. 300 Meter bis zum Feind. Nein, keine Reise zum Wegpunkt. So, ich fahre jetzt mal hier nach oben, um den Außenposten von oben anzukommen. Das sind Feinde, ich muss meine unterstützen. Vielleicht werden sie dann wieder zu meinen Verbündeten. Erster 50er ausschalten, ausgeschaltet. Die nach 50er den auch ausgeschaltet. So, meine Leute, unterstützt. Okay, jetzt Wechsel zum Bogen. 10 Pfeile, ganz gechillt. Ah, wo ist denn der Außenposten? So, der ist, ich komme hier mal von oben. Kann ich denn hier hoch? Ich hoffe, ich kann hier hoch klettern jetzt. Mal schauen, ob ich auch hier hoch kann. Die Aufnahme dauert schon etwas zu lang, ist aber egal. Ich will jetzt hier noch den Außenposten einnehmen und eventuell nehme ich ihn auch einfach in der nächsten Aufnahme ein. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dann in der Nähe des Außenpostens bin. Deswegen mache ich ihn jetzt sofort, also den Außenposten jetzt sofort einnehmen und danach beende ich die Aufnahme. Also ich versuche den Außenposten schnell einzunehmen. Jetzt bloß aufpassen. Ja, da habe ich den Feind gesehen. Ich höre einen Tiger. Tiger, du versaust mir jetzt nicht alles hier wieder. So, hier sind keine Feinde. Ich kann aber hier schnell runterrutschen. Mit einer Seilrutsche will ich aber jetzt gar nicht machen. Links höre ich einen Tiger. Wo
oder hier unten? Ich weiß es gar nicht. Wo ist der Tiger? Da ist noch ein Feind. Da. Das ist ein. Oh, Kacke. Das ist so ein Wichser da. Den muss ich da ganz gechillt gleich ausschalten. So, der Camper dort oben, den muss ich als erstes ausschalten. Wow, da ist noch ein Feind. So, ich muss erstmal versuchen, alle Feinde zu markieren, damit ich auch weiß, wo sie sich alle befinden, damit ich weiß, wer auf wen, also wer mich erwartet. Und der Typ hat sich anscheinend schon verpisst. Ah, die sind gefährlich. Die sind gefährlich. Ah, da ist noch einer. Okay, der sechste Typ. Ich denke, die Außenposten hier haben nur sechs Typen zu holen. Also die den Außenposten verteidigen. Ja, mach mal schön das Feuer aus. Da ist der Wichser. Da ist der Wichser. So, den schalte ich als erstes aus. Zack, der ist tot. Den Tiger lasse ich mal frei. Zack. Nein, der Tiger ist nicht freigelassen worden. Die Tür. Eventuell die Tür. Ah, den Tiger habe ich doch befreit. So, sehr schön. Der Tiger ist befreit. Da ist noch ein Feind. Da war noch ein Feind. Da, den habe ich auch noch bemerkt. So, die Typen muss ich jetzt ganz gechillt ausschalten. Hat er mich bemerkt? Ich hoffe nicht. Ah, jetzt mal ganz schnell weg hier. Ah, nein, du hast mich nicht bemerkt. Nein, 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 nein. Entspannen, abbrechen. So, der Wichser, der zieht die ganze Zeit auf mich. Granate werfen ist sehr böse. Ich habe schon gedacht, ich bin tot, weil ich habe mich irgendwie so komisch bewegt. Scheiße, er hat mich fast gekillt. Er weiß anscheinend, dass ich hier oben bin. Ich will wissen, was das war. Du willst wissen, was das war? Das ist dein Tod. Uh-oh. Er ist verschwunden. Ja, ich bin verschwunden. So. Hey, hey. Scheiße, er zieht die ganze Zeit auf mich. Unterwegs, los. Pass auf, ich geh runter. Ja, die haben mich noch nicht bemerkt, das ist gut. Das ist sehr gut, die haben mich noch nicht bemerkt. Aber es sieht sehr schlecht für mich aus, weil sie sind voll auf der Hut jetzt die ganze Zeit. Den Typen schalte ich aus, bam, der nächste weg. Ich weiß, dass da jemand ist. Zack, der nächste weg, der nächste weg, der letzte Wichser. Den muss ich jetzt nur ausschalten. Ah, der letzte. Wow, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Komm, komm, komm her. Ich wette, das sind die Rebellen. Die verarschen uns. Ah, Mann. Ja, die Rebellen. Ich verarsche dich. So, komm her. Ach, der kann auch klettern. Ich weiß es. Ja, interessant. Ist der alleine oder ist hat... In den Arsch! Ja, da hab ich geschafft. Den Außenposten unbemerkt eingenommen. Ashram der sieben Schätze. Außenposten. Eingenommen oder befreit, keine Ahnung. Ja, da habe ich es mal geschafft. Und wow, 1500 XP, M-Fähigkeiten. Und da sind schon meine Leute da. Ich hätte noch diesen Tiger hier ab, weil Tiger sind wahrscheinlich wertvoll, weil Tiger sind auch sehr gefährlich. Also, mit einem Fall erledigt man ihn nicht easy. AJ, gute Arbeit mit den Außenposten. Langsam muss Pagan es bemerken. Holen wir uns seine volle Aufmerksamkeit. Anscheinend ja. Hat die Armee die Schule der sieben Schätze. Du hast recht und ja, den Außenposten habe ich eingenommen und bei der nächsten Aufnahme mache ich dann auch weiter und bis zur nächsten Aufnahme und tschüss.